Die Pressekonferenz nach dem Spiel von Greuther Fürth gegen Fortuna Düsseldorf mit dem Cheftrainer der Fortuna, mit Uwe Rösler. Hallo Uwe. Hallo. Die erste Frage stellen wir, nachdem du dein Fazit zum Spiel gesagt hast. Also erstmal ganz großes Kompliment und Glückwünsche zu den Fürthern. Die haben heute, glaube ich, durch den Spirit, den sie hatten, das Spiel umgebogen. Nicht nur auf dem Platz, sondern auf der Bank. Von den Tribünen auch. Also da hat man richtig gemerkt, die wollten unbedingt diesen Aufstieg, diesen Sieg. Und kann man sie nur gratulieren für so einen Spirit. Und der wird dann natürlich auch belohnt. Also Gratulation nochmal. Die erste Frage hat Norbert Krings für die Sportstadt Düsseldorf bereits in der Halbzeit gestellt, sozusagen sinnbildlich für zwei verschiedene Hälften der Fortuna. Er fragte, ist die Leistung der ersten Hälfte das, Uwe, was du gerne in der gesamten Saison so gesehen hättest? Also wir wussten heute, dass wir gegen die spielstärkste Mannschaft der Liga spielen, speziell in ihrem Positionsspiel mit dem Ball. Wir haben dann auch eine Formation gewählt mit Luca, weil wir wussten, wir müssen in beiden Boxen, müssen wir stark sein heute. Wir können nicht alle Flanken vermeiden. Erste Halbzeit hatten wir sehr gute Konteraktionen, machen ein super Tor von Chris Pettersen, sehr gut gemacht. Hätten vielleicht auch noch durch die eine oder andere Chance, durch einen langen Einwurf, da hatten wir auch noch mal Chancen gehabt. Hätten wir vielleicht nachlegen können. Hatten aber auch Probleme, muss ehrlich sagen, hatten auch Probleme bei uns auf unserer linken Seite mit der Abstimmung. Das haben wir dann aber ein bisschen besser hingekriegt. Zweite Halbzeit wollten wir dann ganz klar im 4-4-2. Wir waren ein Mann mehr. Nicht nur mit einem Stürmer vorne, sondern mit zwei Stürmern und 4-4-2. So wie wir es im Hinspiel sehr erfolgreich gemacht haben über lange Distanzen. Aber die zweite Halbzeit lief komplett aus dem Ruder. Haben es ein, zweimal richtig gut gespielt, dann machen wir auch das 2-1. Und dann, wir waren halt einfach nicht in der Lage, mit einem Mann mehr dann einfach auch gut gegen den Ball zu sein, aber dann auch gut mit dem Ball zu sein. Ja, und ich bin sehr enttäuscht von der zweiten Halbzeit, muss ich echt sagen. Und ob das ein Sinnbild ist für die Saison, das weiß ich nicht. Es ist noch viel Arbeit vor uns, das habe ich ja immer gesagt. Und es war halt nur ein weiterer Beweis, dass wir in allen Belangen des Spiels müssen wir uns weiter verbessern. Aber wir müssen so ein Geschenk, wie uns die Fürther heute gegeben haben mit der roten Karte, das muss man dann einfach auch nutzen und das Spiel gewinnen. Damit hast du die Frage von Gianni Costa eigentlich schon beantwortet. War das Spiel in Fürth ein ganz gutes Spiegelbild dieser Saison? Ich denke, da können wir es bei belassen, so wie du es gerade gesagt hast. Die zweite Frage von Gianni Costa, du hast gesagt, ihr müsstet über euch hinauswachsen, um gegen Fürth was mitzunehmen. Muss man einfach anerkennen, dass es die Fürther mehr wollten? Ja gut, das ist natürlich, wenn du im letzten, das ist eine lange Saison, wir hatten keine Winterpause, alle Mannschaften hatten keine Winterpause gehabt, das war mental und nicht immer einfach, ohne Zuschauer zu spielen und sich immer wieder zu pushen. Und wenn du natürlich dann ins letzte Spiel gehst wie Fürth und müssen um alles spielen und haben noch eine Riesenchance aufzusteigen, was Unglaubliches zu erreichen, das ist ganz klar, dass da der ein oder andere Meter leichter von der Hand geht. Ja? Ich glaube, wenn wir uns als Mannschaft und als Verein weiterentwickeln wollen, muss man dann aber auch darf man eine so eine zweite Halbzeit dann auch nicht spielen. Dafür bin ich auch verantwortlich, weil ich der Trainer bin. Da nehme ich auch die Verantwortung. Aber generell war die zweite Halbzeit nicht das, was ich mir vorstelle. Bernd Jolitz möchte wissen, musstest du Schinter Appelkamp wegen einer Blessur auswechseln, nachdem er draußen war, sagt er, ging die Linie verloren. Also gut, zweite Halbzeit hatten wir, glaube ich, keine große Linie gehabt über die gesamte Zeit. Wir hatten kurze Situation, kurze Spells, wo wir dann nochmal diese Überzahl auch genutzt haben. Schinter sehr viel gelaufen, schon als Achter, musste immer wieder vorne auch raus, die Läufe nach hinten mitmachen, und wir haben mit Kenan Karaman einen Spieler, der sich heute verabschiedet zur
Europameisterschaft und die beiden vorne, Robin und Kenan, das im Hinspiel mit 4-4-2 vorne sehr, sehr gut gepresst haben. Ich glaube nicht, dass dieser Wechsel absolut entscheidend war. Ich glaube, es war mehr entscheidend, wie wir uns als ganze Mannschaft mit dem Ball und ohne den Ball als ganze Mannschaft in der zweiten Halbzeit präsentiert haben. Darum ging es mehr. Patrick Scherer fragt, ist euch diese Niederlage aufgrund des Spielverlaufs etwas peinlich? Mir persönlich ist es, ich würde nicht sagen peinlich, aber mir persönlich die zweite Halbzeit bin ich persönlich enttäuscht, muss ich sagen. Gianni Costa guckt nochmal auf die Torwartposition. Wäre es nicht auch eine Option gewesen, Raphael Wolf als Dankeschön und in Anbetracht seines Leidensweges das letzte Spiel zu schenken? Wir hatten ja mit Flo Kastmeier, er hatte ja ein bisschen Inbandprobleme gehabt. Ich habe eigentlich schon mit Rafa gesprochen, dass er sich bereithalten soll. Ich glaube, in dem Spiel war es unheimlich wichtig. Man hat doch den Matchplan gesehen, wie wir angefangen haben. Die ersten 10 Minuten waren richtig gut. Dass der Torwart eine absolut entscheidende Rolle gespielt hat im Ballbesitz. Ja, und weil sie den Händen, den konnten sie nicht anlaufen. Und wir hätten dann immer wieder unser Außenverteidiger durch die Seitenverlagerung immer wieder in eine sehr gute Position bringen können gegen ihre Raute. So, von daher war das mir sehr, sehr wichtig, dass Flo Kastmeier dieses Spiel angefangen hat. Und weil ich das für notwendig gehalten habe, um das Spiel zu gewinnen. Nochmal Gianni Costa für dich. Uwe, du hast wiederholt gesagt, es sei so wichtig, wie man sich aus einer Saison verabschiedet, weil das letzte Spiel in Erinnerung bliebe. Was bleibt aus deiner Sicht von dir und dem Team jetzt in Erinnerung? Gut, das überlasse ich anderen Leuten, was da in Erinnerung bleibt. Jetzt direkt nach dem Spiel ist es sicherlich fehl am Platz, wenn man den Saisonverlauf analysiert. Ich glaube, da braucht man ein bisschen mehr Zeit. Ich glaube schon, dass heute das Spiel hat vieles gezeigt, was gut ist und wo wir uns aber auch verbessern müssen. Ja, und die zweite Halbzeit, da hätten wir uns einfach besser verkaufen müssen, um das Spiel zu gewinnen. Und das war mein Anspruch, das war unser Anspruch, das war immer unser Anspruch und wird auch immer unser Anspruch bleiben. Egal, wo wir hinfahren, versuchen die Spiele zu gewinnen. Ja, und da hätten wir in der zweiten Halbzeit mehr machen müssen mit dem Ball und ohne Ball. Die letzten beiden Fragen betreffen deine persönliche Situation. Gianni Costa, nein, Patrick Scherer sagt, mit welchen Gefühlen gehst du in das morgige Gespräch mit Klaus Allofs und Uwe Klein? Und ich nehme die andere Frage gleich damit. Jörg Tschoche möchte gerne wissen, war das dein letztes Spiel als Fortuna-Trainer, weil du vielleicht von dir aus sagst, dass du nicht mehr zur Verfügung stehst? Also meine Gefühle, ich gehe morgen hin, wir haben morgen Brunch, ich weiß nicht, wann ich Sie treffe, wir werden uns morgen unterhalten und da geht es ein Dialog, das ist kein Monolog, das ist ein Dialog, da ging es, wie wir es schon gemacht haben, um die Saison, da geht es um gewisse Sachen, wie sich der Verein das vorstellt und dann wird man Anfang der Woche sicherlich ein Resultat hören, und aber ich gehe jetzt ohne jegliche Gefühle in das Meeting. Es ist wichtig, dass wir uns jetzt emotional runterfahren oder ich gut schlafe und dann morgen zu dem Treffen gehe und dann wird man sehen. Vielen Dank, Uwe. Die Fortuna verabschiedet sich aus dieser Saison und wir wünschen nochmal alles Gute der Spielvereinigung Greuther Fürth in der nächsten Saison in der Bundesliga. Herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg. Alles klar. Danke. Dann herzlich willkommen zur abschließenden Pressekonferenz in dieser Saison mit unserem Trainer Stefan Leitl. Und Stefan, erst einmal Glückwunsch zum Aufstieg. Ja, lieber Immo, vielen Dank. Ich glaube, man sieht es mir an. Ich habe schon das ein oder andere Grünerle intus. Deswegen hoffe ich, ich kriege noch eine gute Pressekonferenz zusammen. Ansonsten bitte ich dich natürlich einzuspringen, um mich zu unterstützen. Okay? Und zu schneiden hinterher, ja. Und zu schneiden natürlich hinterher. Ja, wo soll ich anfangen? Erstmal Glückwunsch an meine Jungs, Glückwunsch an mein Team, an meinen Staff, Glückwunsch an den Verein, Glückwunsch an jeden Fürther, an jeden Fürther-Fan, an jeden, der uns unterstützt hat.
ja, für mich ist es ein Fußballmärchen, das wir geschrieben haben. Und ich glaube, dass dieses Märchen ja, dem Verein einfach sehr, sehr gut tut und auch, glaube ich, zwingend notwendig war, um auch weiter zu wachsen. Und ja, und ich habe das ja schon im Vorfeld gesagt, um auch auf Jahre hinweg dann konkurrenzfähig zu bleiben. Und deshalb war das sehr, sehr wichtig, heute diesen Aufstieg perfekt zu machen, nicht noch in die Relegation zu gehen. Ich bin natürlich sehr froh, dass ich recht hatte vor dem Spiel, ja, dass wenn wir gewinnen, dass wir dann auch aufsteigen. Und ja, Kompliment an die Jungs für, ja, ich habe da, muss ich ganz ehrlich gestehen, auch aktuell keine Worte für, weil ja, das ist einfach sensationell, wenn man in so einem entscheidenden Spiel in Rückstand gerät, in Unterzahl spielen muss. Und du kommst in die Kabine und ja, sprichst mit den Jungs, sprichst über ihre Gefühlslage und das Erste, was kommt, ist: Coach, wir gehen raus und spielen jetzt ein Angriffspressing, wie wir es noch nie gespielt haben. Und ja, die Jungs, die setzen das dann um und holen sich einen hochverdienten Sieg in Unterzahl. Und ich glaube, das ist so ein Spiegelbild für das ganze Jahr. Und wenn man dann einen Strich zieht, dann muss man auch ganz klar sagen, dass die Jungs es einfach absolut verdient haben, direkt aufzusteigen und nächstes Jahr Bundesliga spielen zu dürfen. Ja, habe ich was vergessen? Ich glaube, es ist alles gesagt. Ich glaube nicht. Ja, ich bin sehr glücklich. Ich habe es ja schon gesagt, ich habe ein schönes T-Shirt an. Bin Frankenmeister mit meinen Jungs. War wieder sechs. Coach! Vamos! War wieder Sekt dabei, top, oder? Top. Sieht gut aus, ich hätte mir Grünerle gewünscht natürlich, aber ist wieder Sekt, wieder meine Augen. Ja, ja. Ja, keine Ahnung, wo ich war. Ja, ich glaube, ja, schönes Schlusswort. Genau, schönes Schlusswort von meinen Jungs und ich bitte euch jetzt auch. Entlasst mich bitte zu meinen Jungs. Dankeschön. Viel Spaß noch, Stefan. Viel Spaß allen Fürthern beim Feiern. Und ja, nächstes Jahr spielen wir gegen Bayern München. In diesem Sinne.